Na komm, ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Red mit mir. Ich bin einfach hässlich, okay? Oh, süß. Komm mal her. Wie kommst du denn darauf, dass du hässlich bist? Hast du dich mal im Spiegel angeschaut? Hm? Alle Mädchen aus meiner Klasse hatten schon Sex, außer ich. Los, schau mal, es kommt doch nicht darauf an, dass man früh Sex hat, sondern dass es einfach der Richtige ist, wo das Herz bei ist. Mich packt sowieso niemand an. Komm, weißt du, ich gehe gleich mit dir vor den Spiegel und dann schaust du dich an. Wenn du die anderen Mädels siehst, ey, du bist wirklich schön. Du siehst toll aus. Du hast tolle Haare, du hast... Guck mich mal an. Du hast schöne Augen. Du hast einen tollen Körper. Und dann bist du auch noch intelligent. Steht Ihr Angebot noch? Welches Angebot? Dass wir den Kredit bekommen, wenn ich mit Ihnen schlafe. Ich sehe schon, Doris. Sie hätten das Autohaus führen sollen. Aber da das Kind nun einmal in den Brunnen gefallen ist, werden wir es da zusammen wieder rausholen, hm? Wissen Sie, ich kenne ein nettes kleines Hotel nebenan. Ich rufe da an, reserviere ein Zimmer und wir haben ein bisschen Spaß. Und Sie, Sie kriegen Ihren Kredit, hm? Also ich werde bestimmt viel Spaß haben. Ich rufe da an, reserviere ein Zimmer und wir haben ein bisschen Spaß. Was soll das? Ich habe unser Gespräch einfach mal kurz aufgezeichnet. Und sollten Sie von der Strafanzeige gegen meinen Mann nicht absehen, dann wird diese kleine Aufnahme schon morgen auf dem Tisch Ihres Vorgesetzten liegen. Sie wollen mich erpressen. Ich drehe den Spieß einfach mal um. Aber Sie wissen, dass Sie dann keinen Kredit kriegen, oder? Das kann ich unter diesen Umständen wohl verschmerzen. Sie wissen von dem Verkauf. Aber natürlich. Mein Mann und ich reden über alles. Warum schnüffelst du überhaupt in meinen Sachen rum? Machst du das öfter, oder was? Nicht in der Art und Weise. Ich bin 80, ich kann machen, was ich will. Jetzt gib mir das Geld her. Du kannst nicht machen, was du willst. Du lebst in meiner Wohnung und hier stelle ich die Regeln auf. Was ist, wenn ich auf keinen Bock hab? Dann fliegst du hier raus und das geht ratzfatz, schneller als du dir lieb ist. In der Art und Weise redest du mit mir nie wieder. So fangen wir nämlich gar nicht erst an. Das war doch gerade meine Kundin. Ja, soll deine Kundin bleiben? Ich habe ausgeholfen, weil du ja nicht da warst und hab sie... Bitte. Du schnappst mir also meine Kunden weg, oder was? Susi, mach mal sicher auf. Also Arbeitszeiten sind hier keine Wunschzeiten. Ach nee. Du bist halt später gekommen, das ist ja auch in Ordnung. Da hat Doris halt deine Kundin übernommen. Der Laden muss doch weiterlaufen. Sie soll mich also ersetzen, ja? Das ist doch Blödsinn. Doris gehört ab heute zum Team. Ja, aber du hast mir nicht mal was gesagt. Wir haben uns doch bisher immer gut verstanden. Das soll doch weiterhin so laufen, oder? Das glaube ich wohl kaum nach der Aktion. Überhaupt, was willst du denn hier machen? Du hast nicht mal eine Ausbildung. Ich finde, du überschreitest deine Kompetenzen. Sage mal, jetzt kommst du, hier rein, anstatt zu sagen, Mensch, danke, Doris, dass du mir geholfen hast. Danke, Doris, dass du mir meine Kunden wegnimmst. Sag mal, was soll denn das? Weißt du was, nimm eine Aspirin und geh wieder nach Hause. Hey, guck mal, frech wird die auch noch.